David Wolf. 5-2 in Mannheim gewonnen, mit 900 Fans im Rücken. Macht Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn du auswärts einige an Fans dabei hast. Und dass heute 900 oder 1000 Fans aus Mannheim den Weg auf sich genommen haben, ist natürlich umso cooler für uns. Und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das Spiel selbst, wie hast du das gesehen? Ja, ich denke, dass es ein sehr durchwachsenes Spiel war im ersten Drittel. Viele Strafen, wenig Rücken muss von beiden Mannschaften. Im zweiten Drittel haben wir dann beide Mannschaften besser zum Spiel gefunden, wir etwas besser. Und ich denke, dass wir die letzten 40 Minuten ganz gute Spiele in der Hand gehabt haben und souveräner Runde gespielt haben. Du hast die Vorlage zum 1:1 gegeben und später nochmal eine Vorlage. Beim 1:1 hattest du den Anschein, du hast dich hinterm Tor geärgert über nicht gegebene Strafe. Ja, naja, nicht hinterm Tor, es war hier direkt an der blauen Linie. Das war meiner Meinung nach eine klare Strafe. Bin dann klar weitergespielt und habe dann die Scheibe genommen und glücklicherweise konnte ich den Mann finden und somit konnte ich das den Ausgleichstreffer machen. Hört sich einfach an. Hört sich einfach an. Manchmal ist es auch einfach, aber ich weiß nicht. Ich habe einfach mein Bestes versucht zu geben und den freien Mann gesehen. Und von daher bin ich froh, dass es dann zum Tor gereicht hat. Ihr habt am Freitag zu Hause 1:0 gegen Ingolstadt verloren. Heute hat es dann wieder besser geklappt. Woran lag der Unterschied eigentlich? Der Unterschied von was? Von den zwei Spielen. Ja, ich denke einfach, dass wir zu wenig vorm Tor waren gegen Ingolstadt. Wir haben die sogenannten dreckigen Tore, hätten wir kein Schießen können gegen Ingolstadt, weil wir zu wenig präsent waren vorm Tor. Heute war das anders. Heute hatten wir stetig einen Mann vorm Tor und die Scheiben zum Tor gebracht und deshalb auch verdient gewonnen. Alles klar.